So, willkommen zurück zur. Ja, so. Zur nächsten Aufnahme von Portal 2. Wie immer, wo wir waren, hier zum Schluss stehen geblieben. Weil wir ja schon am Ende waren. Hörst du das? Es bedeutet, du verbrüllst zwischen den Tests sehr viel Zeit in den Flur. Im Labor sagen sie, das könnte eine Angstreaktion sein. Ich bin kein Psychiater, aber es muss sich um Projektion handeln. Diese Fachidioten machen sich schon ins Höschen, wenn ein paar Funken fliegen, die ihnen Löcher in ihre roten BHs brennen könnten. Lieber niemals Astronaut, Kampfsoldat oder Goldschürfer. Das waren nur wir. Du und ich allein gegen die Welt. Dein Schneid imponiert mir. Nur dein Eifer könnte größer sein. Da los, packen wir's an. Ich hang gerade so fest. So. Was haben wir hier? Ist das hier die sauber machen? Mal wieder. Sauber machen vor hier. Okay. Wir haben hier wieder was Schönes. Okay. Oh. Ist ja nicht lustig. Ja, nämlich neulich den 2 Koop. 2 Koop gespielt. Hatten jetzt noch mal so was zu. Das ist nicht lustig. Sauber bitte. Das. Das ist logisch, dass wir schon mal mit so einem Ball schon so zu tun hatten. Okay. Bitte da mal ein bisschen. Na, wie kriegt man das denn hoch? Mal ein bisschen Ballon besprengen da unten. Bei der Forschung geht es nicht um das Warum, sondern um das Warum nicht. Warum ist unsere Forschung so gefährlich? Na, warum nicht? Sonst macht's ja keinen Spaß. Sonst hätten wir eine Spezialtür erfunden, die den Hasenfüßen nicht auf die Hacken haut, wenn wir sie achtkantig rausschmeißen. Nein, Testsubjekt, du bist nicht gemeint. Ja, du, Sachen packen. Durch die Tür, rein ins Auto. Gute Fahrt. Okay. Der Typ labert der Zeug. Diese lange Center-Aufnahme-Session. Ja, und wir sind ja an sich Folge 7, also eine Folge erteilt schon mehr als in Portal 1. Und ich glaube ich jetzt nicht, dass ich doch jetzt alles in ein Stück aufnehme. Auf jeden Fall werde ich mir natürlich eine Pause machen und wir haben aktuell 5:03 Uhr. Glückwunsch! Allein, dass du hier stehst und mir zuhörst, beweist, dass du ein unschätzbarer Gewinn für die Wissenschaft bist. Als Gründer und Leiter von Aperture Science bedanke ich mich für euer Engagement und hoffe, dass ihr uns auch bei den nächsten Experimenten die Treue haltet. Wir lassen das Zeug erst auf die Menschheit los, wenn das ganz ausgereift ist. Halt dich also in Topform, dann steht eine unserer Limousinen immer für dich bereit. Sag tschüss, Carolyn. Leb wohl, Carolyn. Sie ist ein Schatz. Okay. Ja, der Roland ist jetzt zu. Exit-Tür ist zu. Wohin? Da eine Portalfläche, die ist nicht umsonst. Da lang. Und das mal. Thank you.
Oh. Wie? Hä? Hey. Da ist eine Wand. Dort. Darüber. Wie habe ich das? Portal da hier drüben hin. Das ist uns ein bisschen die Frage. Weil hier kann ich das nicht hinhauen. Hier unten war eine Lausch. Hier unten waren wir. Portal oben. Gegrüßt, mein Freund. Ich bin Cave Johnson, Leiter von Aperture Science. Du kennst uns vielleicht aus dem 68er Senatsausschuss zu den vermissten Astronauten und hast wahrscheinlich auch schon Produkte benutzt, die von uns erfunden und dann von anderen gestohlen wurden. Black Mesa kann mir echt mal ganz genüsslich. Sir, die Tests? Du fragst dich jetzt vielleicht, Cave, was kommt bei diesen Tests auf mich zu? Der Vertrag war immerhin so dick wie ein Telefonbuch. Droht mir Gefahr? Lass mich mit einer Gegenfrage antworten. Wer will $60 haben? In bar. Ihr könnt euch auch gerne erst 20 Minuten im Wartezimmer entspannen. Das verdammt nochmal gemütlicher ist, als die Parkbänke, auf denen wir euch eingesammelt haben. Also, willkommen bei Aperture. Ihr seid hier, weil wir die Besten wollen. Genau das seid ihr. Ich kann nicht ganz dabei bleiben. Beschmiert auf jeden Fall nicht das Glas da unten. Überhaupt fasst ihr am besten gar nichts an, wenn es nicht zum Test dazugehört. Magnetbinder?
Oder? Magnetbinder müsste es lösbar sein. Ich weiß, wo das Neue hier da vorne dann, aber. Hallo? Du tötest doch gern, könntest du. Au! Diesen Vogel für. Oh, danke. Ich glaube an sich, werde ich noch die noch eine nächste oder vielleicht noch drei danach machen an Folgen. Das ist, wenn wir das wiedersehen. Ist in der Zwischenzeit was passiert? Der Testbereich ist gleich da vorne. Je schneller ihr durchkommt, desto eher kriegt ihr die 60 Dollar. Moment, wer? Carolyn, sind die Gutscheine fertig? Ja, Sir, Mr. Johnson. Warum habe ich nur. Wer ist das? Was zur Hölle geht hier? Ich hätte schon das Verteiler nicht entfernen, weil wir sonst ja dahin müssten. Weil jetzt die andere Strecke auch noch mit dem Flüssigkeit belegt werden muss. Also jetzt ja auch. Ah nein. Aber jetzt nicht. So, mal dahin. Jetzt haben wir das hier. Was habe ich über mir? Das Orange, ne? Und sehe das Orange dorthin. Haben wir dort hinten auch die Strecke damit voll. Das, was wir hier dann laufen müssen. Und da ist jetzt der Ball. Nur der Würfel, der sagt man nicht. Einmal hier. Ja, Pfund. Würde ich aber ein paar Pfund zu sind. So, dann bringen wir diesen Würfel. Nicht da. Sondern. Immer! Ich mach's doch immer hier. Nee. So, jetzt haben wir da diese. Ah, der macht ihn jetzt so hoch, dass wir wieder. Ab, was?
ne? Was ist hier los? Ja, das vielleicht noch hinlegen, dass wir an der vorderen Stelle noch was hinkriegen. Da frei ist. Ist das schon beide wieder verhauen? Muss ich. So, jetzt da hoch wieder nochmal. Muss ich. Haben wir jetzt wieder hier. Jetzt. Warte mal kurz. Machen wir den Teil nochmal kurz mit der Satur. Ich hätte schon mal Probleme. Ja, ist die Leiste zu wechseln. Okay, emotionale Ausbrüche bedürfen mehr als 1,6 Volt. Das wissen wir jetzt. Entspannen wir uns also. Wir finden schon noch raus, was zum Teufel hier los ist. Aber in Ruhe. Okay, da könnten wir jetzt einfach. Die Leute dort auf dem Foto kommen mir irgendwie bekannt vor. Porträt einer Dame. Wie siehst du? Hast du noch deinen Auge da? Okay, aber auch Damen sieht sie ja. Ja, da. So, wir müssen jetzt wohl. Ah, nein, wir machen jetzt erstmal das da. Vielleicht den nächsten Button betätigen. Wir machen auf jeden Fall noch diese Tests schon mal hier fertig und sich. So, jetzt haben wir da mal was davon. So.
davon aus. Kriegsheld und oder Olympiasieger. Mit deiner Hilfe verändern wir... Ist das hier an? Hey, mal aufgepasst da unten. Das Ding nennt man Aufzug, das ist keine Toilette. Ich weiß, ich kenne ihn. Wo hat er eigentlich die Kartoffel her? Das Experiment teilweise weit entfernt und das sah schon ziemlich alt aus. Oh, wo alt aussieht. Das hat mir das Science Loader Cherida mal geändert. Ach, das leuchtet immer mehr, wenn der da das Stream zu Ende lädt. Wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Aber dann, tschüss.